eine Herkulesaufgabe, noch in den Kader für die WM 2014 zu rutschen. Aber Spiel hat begonnen. Wer hätte gedacht 2009, dass Thomas Müller WM-Torschützenkönig wird? Und das ist gleich die Chance für Podolski. Das gibt's nicht. Besser kann's nicht losgehen. Das schnellste Länderspieltor, das sage ich jetzt einfach mal so, der deutschen Historie. Unfassbar, was haben wir geredet über dieses Länderspiel. Und dann beginnt das Ganze so mit einem überheblichen Dribbling. Schauen wir noch mal, unsere Statistiker werden schnell reinschauen. Paredes, und dann schauen Sie sich diesen Patzer an gegen Lukas Podolski. Unfassbar. Acegier, der zweite Innenverteidiger. Und Podolski im 109. Länderspiel macht er endlich mal wieder ein Tor. 9 Sekunden hat es gedauert. Danke an Christian Riebe im Ü-Wagen. Bis der Ball. Deutschland oder nix.